Ein Typ hat zu mehreren Frauen eine Beziehung. Wo ist denn da die Gleichberechtigung? Wir dürfen auch alles machen, was wir wollen. Kannst du dir denn so eine monogame Beziehung wieder vorstellen? Nee. Ich mag einfach sein, wie ich bin. Krass, also hier schlaft ihr dann auch zu viert. Ja. Ihr glaubt, eure Beziehung ist kompliziert? Na, dann wartet mal, wen ich in den nächsten Wochen treffen werde. Ich will wissen, wie weit kann Liebe gehen? Heute will ich wissen, kann man mit mehreren Menschen gleichzeitig in einer Beziehung sein? Der junge Mann hinter mir ist Jadu und er hat mehrere Partnerinnen. Mit dreien von ihnen und zwei Kindern wohnt er zusammen. Ich frage mich, wie funktioniert das? Hallo? Hi. Frank, hi. Schade. Hier lang. Hi. Ich bin Frank. Soll ich die Schuhe ausziehen? Ja. Hi, Frank. Gerne. Emo, hi. Emo und du? Clara. Clara. Ja, ich zieh die Schuhe aus. Du wolltest schon das Haus sehen. Ja, wenn ich kann, dann sehe ich gerne erstmal hier so, wie ihr lebt. Ach, krass. Also hier schlaft ihr dann auch zu viert. Ja. Und das ist dein Sohn? Genau, das ist der Marion. Mit wie vielen Leuten lebst du jetzt hier nochmal genau? Gerade 4 Erwachsenen und 2 Kinder. Mhm. Aber das war natürlich nicht gewollt, so viele Leute in eine kleine Wohnung, aber... Das ja. Ist gewachsen, oder? Ja, hat sich so entwickelt. Wir leben in offene Beziehungen, ne? Weil wenn du jemanden liebst, was willst du mit dieser Person? Du willst mit dieser Person sein, du willst ja. Einfach sein mit dieser Person, teilen. Darum geht es irgendwie Liebe, du teilst. Denn wir wollen, dass unsere Kinder zusammenwachsen. Wir wollen, ja... sagen wir so, die Zukunft zusammen planen. Mhm. Also das ist, was uns zusammenbringt. Es ist nicht nur dieses, ah, aber ich liebe dich, machen wir ein Dinner mit Kerzen oder so, sondern... Heirat, ja, genau. Hauskauf. So. Wir haben andere Ziele im Leben. Wir wollen tatsächlich Freiheit erreichen für uns alle und nicht nur diese Freiheit von, oh, du darfst machen, was du willst. Unser Ziel ist tatsächlich ein größeres Haus zu finden, wo alle reinpassen und wo es immer noch übrigen Zimmer gibt für die weiteren, die kommen werden. Entweder Erwachsene oder Kinder, wissen wir nicht. Aber hauptsächlich, man ist immer offen fürs Leben. Wie heißt der? Leonardo. Mhm. Jadu, habt ihr eine feste Sitzplatzverteilung? Ja. Nee? Kann ich mich irgendwo hinsetzen? Jetzt muss ich noch mal fragen, weil es ging ja so schnell. Warte mal, also, und ich bin mit Namen nicht so. Du bist Clara, du bist Tina und du heißt Immo. Ja, genau. Okay. So, du kannst du mal erzählen, wie ihr euch überhaupt alle kennengelernt habt, wie das so entstanden ist? Ich habe Clara beim Tanzen kennengelernt. Ich habe Tina Ching in diese Waldorf-Einrichtung kennengelernt. In Immo gehen. Eigentlich durch ihre Schwester, die getanzt hat. Und dann. Mhm. Dann kam sie einfach einmal so zum Schauen und da hat sie mich geschaut. Aber ich merke schon, dass also Tanzen hat bei euch so, ist so ein zentraler Punkt irgendwie, oder? Natürlich, ja. Tanzen ermöglicht das alles viel einfacher, als wenn ich irgendwelche Büro geschlossen wäre, dann wäre es ein bisschen schwieriger, Menschen kennenzulernen. Kannst du mal erzählen, was das für ein Tanz ist und so, wie ich mir das vorstellen kann? Vor Haus, was die meisten... Brasilianer tanzen, wie zum Beispiel jetzt Leo und ich hier. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Das ist vor, so zusammen sein und auf einem Punkt sein oder in Bewegung sein. Ja, ich bin schon gespannt, wie ich mich später anstelle. Weil ich gehe ja später mal mit in so einen Schnupperkurs. Ja, stimmt. Wie würdet ihr denn alle so euer Zusammenleben beschreiben? So, gibt es da ein Wort für oder gibt es da eine Bezeichnung für? Frei und offen ist schon so, ja, ich meine, jeder macht halt sein Ding, aber wir unterstützen uns trotzdem gegenseitig. Jeder hat so sein eigenes Leben, jeder hat auch noch Hobbys, andere natürlich, wir machen alle nicht nur das eine, aber trotzdem ist das so der Kern, der uns zusammenbringt und eigentlich unser ganzes Leben beeinflusst, gerade zur Zeit. Wie ist es bei dir, Clara? Wie erklärst du das anderen? Also ich erzähl, dass ich in einer offenen Beziehung lebe und muss man aber auch mal gleich hinterher sagen, dass also wir viele Frauen sind, aber dass wir alle sozusagen die gleichen Rechte haben. Also das kommt dann oft irgendwie ein Kommentar, ein blöder Kommentar von Was sagen die Leute? Ein Mann mit vielen Frauen, so. Ja, und dann muss man gleich klarstellen, nee, wir dürfen auch alles machen, was wir wollen. So. Mhm.
Wie haben denn so deine Freunde, die du auch aus einer anderen Zeit vielleicht noch kennst, reagiert, als du davon erzählt hast? Weil für die ist ja vielleicht auch Monogamie das gängige Konzept. Ja, es ist wie mit meinem Beruf, wenn ich erzähle, dass ich Krankenschwester bin, sagen die, oh, das könnte ich nicht. Es klingt interessant, aber das könnte ich nicht. Mhm. Es gibt eben nicht so das Geschlossene, aber wenn du jetzt noch jemanden kennenlernst, dann liebe ich dich nicht mehr oder so, sondern jeder ist einfach frei, das zu tun, was er will. Mhm. Ja, genauso wie wir. Mhm. Und genau. Sehr schwierig zu erklären, weil mir eine Kamera auf eingerichtet ist. Aber ich stelle mir auch räumlich einfach schwierig vor, weil ihr hier so auf engem Raum seid und man einfach mal sagt so, hey, wir beide, lass uns, also eigentlich, wir wollen uns jetzt mal gerade zurückziehen, ne? Wir wollen irgendwie, ja, vielleicht auch mal miteinander schlafen und dann ist das ja wirklich so ein Ding, wo? Und deshalb haben wir diesen kleinen Zimmer da für solche Momente so. Ah, okay. Kleinen Ruhezimmer, ne? Jetzt ist natürlich ein improvisiert für Babysachen und so. Würdest du sagen, dass du da ein Stück weit reingeboren wurdest oder musstest du dir das erarbeiten, auch diese Sicht auf, diese offene Sicht auf die Welt? So? Ich hatte immer Beziehungen, ne? Ich war immer in geschlossenen Beziehungen, natürlich in normalen Beziehungen. Aber es ist oft bei mir passiert, dass ich mich erstmal verliebt an jemand anderen und dann musste ich diese Person lassen, obwohl ich sie auch geliebt habe. Ne? Und ich habe immer gedacht, warum muss es passieren? Wer sagt, dass es so sein muss? Also mein Gefühl sagt mir genau nicht das. Mein Gefühl sagt, du liebst die und du liebst die auch. Also warum können wir uns nicht verstehen in diesen Verhältnissen? Vielleicht wäre es besser, wenn wir offen wären, immer uns zu verstehen. Vielleicht könnten wir viele Probleme vermeiden im Laufe des Lebens. Ne? Aber so, ich wusste nicht, dass es möglich war, so zu handeln mit Menschen. Ich dachte, es sind immer fertige Sachen, so wie mir beigebracht wurde, so wie man in Hollywood-Filmen erfährt oder in Märchen oder Prinz, Prinzessin. Solche fertige Dinge. Man kann einfach reden mit Menschen, man kann einfach andere Strukturen finden, man kann einfach tatsächlich sich verstehen. Ja. Auch wenn man über Gefühle und alles spricht. Jetzt hat man, wenn man hier reinkommt, erstmal so den Eindruck, okay, ein Typ hat zu mehreren Frauen eine Beziehung. Wo ist denn da die Gleichberechtigung? Ne? Wir können wirklich das machen, was wir wollen. Mhm. Es gibt natürlich immer mal wieder so Affären und solche Sachen, aber das ist halt nie was, was länger bleibt. So. Ja. Mhm. Genau, weil es halt einfach nicht das Gleiche ist. Wie reagiert Jadu, wenn jetzt irgendwie hier so Affären ins Spiel kommen oder so? Ist das dann für ihn immer cool oder ist das bei ihm auch ein Thema? Dass er nee, er muss auch lernen, damit umzugehen. Es ist irgendwie, wie man es rüberbringt. Also wenn ich wirklich erzähle, ja, ich habe dem gegenüber das und das empfunden und der ist so und so und er löst diese Gefühle in mir aus und halt genau den anderen mit einbeziehen und am besten natürlich die Person treffen. Also das ist wirklich, also auch so eifersuchtstechnisch, ich gehe dann immer vorwärts. Also ich spreche dann immer die Person an oder tanze mit der Person und versuche halt nachzuempfinden, was gibt die Person einem für ein Gefühl. Und hast du das Gefühl, er ist sich da auch voll so bewusst und kniet sich da genauso rein, wie jemand, der in einer monogamen Beziehung wäre? Natürlich, also keine Ahnung. Sadu ist ja, weiß genau, was bedeutet halt, Verantwortung für Menschen zu haben und ist ein sehr guter Vater und also ich habe noch keinen anderen Menschen kennengelernt, mit dem ich mir vorstellen konnte, Kinder zu haben, ehrlich gesagt. Mhm. Ich habe schon das Gefühl, wenn man sich andere Modelle von Liebe und Beziehung anschaut, dass seinem oder mir speziell dann irgendwie auch Vorurteile in den Kopf kommen und ich glaube, dass es auch darum geht, diese Vorurteile zu hinterfragen und einfach mal sich zu fragen, warum ist es für mich nicht okay? Oder sagt mir die Gesellschaft, dass es nicht okay ist? Und genau deshalb finde ich es auch so wichtig, mir die Frage zu stellen, wie weit kann Liebe gehen? Manchmal ist es doch so, dass man erstmal liebt und man versteht es vielleicht selbst nicht. Genau. Oder? Und dann merkt man so, warum habe ich jetzt dieses Gefühl? Darf ich das überhaupt haben? Und das ist doch irgendwie ein total irrer Moment. Dann kann man ja niemanden dafür verurteilen, dass er diese Gefühle hat. Nur weil er es vielleicht selbst nicht versteht und weil die Gesellschaft außenrum das nicht versteht. Also das Gefühl, ich liebe jemanden hier, ich spüre das, aber ich weiß nicht, warum. Wenn man offen ist, man kann einfach sein.
So wie man ist die ganze Zeit, also da ist die hundertprozentige Sache. Aber in offenen Verhältnissen, wir können sogar bei der Arbeit erfahren, wenn unsere Arbeit auch diese offenen Verhältnisse haben. Das ist, was wir jetzt geschaffen haben, damit wir die ganze Zeit wir sein können. Hi. Hallo. So, das ist also die Tanzschule, ja? Ja, genau. Das ist unsere Vorhaus, unsere Tanzschule und unsere Café. Gerade sieht nicht so ordentlich aus, aber genau. Sehr schön. Ist ganz neu alles, oder? Ja, wir haben alles selber gebaut und viele Leute haben uns geholfen, aber so haben wir mit eigenen Händen alles gemacht. Na? Was macht ihr? Wir machen ein Bild, ein Gruppenbild. Ein Gruppenbild? Braucht jemand, der ein Foto macht? Der da mal. Ach so. Ist was dabei? Ja, ist auf jeden Fall. Möchtest du was trinken? Cappuccino, gerne. Ich habe mich jetzt noch mal gefragt, seit heute Mittag, als wir gesprochen haben, so, wie das eigentlich so zwischen euch läuft. Ich kann mir vorstellen, dass es super oft irgendwie auch Konflikte gibt. So, ne? Wenn ich mich da reinbringen würde in so eine Beziehung, ich glaube, ich hätte da, ne, ich habe meine Eigenarten und ich habe meine Ansprüche oder irgendwie, ne, meine Bedürfnisse so. Und ich kann mir vorstellen, wenn das aufeinander trifft, dass es dann immer wieder Konflikte gibt. So. Wie oft ist denn das bei euch so und wie regelt ihr das? Kommt schon so einmal die Woche oder so vor, dass irgendeine komische Situation entsteht, wo man irgendjemand sich missversteht und dann ist auch, was ich jetzt mit der Zeit gelernt habe, am Anfang war es eher so, dass dann solche Sachen, also ich bin nicht so gut darin, irgendwelche Sachen anzusprechen oder halt über Gefühle zu reden. Früher habe ich in Beziehungen immer viel so in mich reingefressen oder habe halt einfach Sachen nicht angesprochen, dann baut sich irgendwie so eine Wand irgendwie auf zwischen Menschen und wenn man aber halt einfach sich verstehen will, dann löst sich das eigentlich relativ schnell, weil wenn man eigentlich so, also das Wichtige ist eigentlich so eine Grundeinstellung zu haben, dass man sich verstehen will und dass man halt einfach miteinander klarkommen will und sich liebt. Und ja, erstmal ist Shadu halt sehr sensibel für solche Situationen. Also der erkennt ziemlich schnell, wenn man irgendwie halt komisch reagiert und spricht halt Sachen dann einfach direkt an. Wenn man diese Grundeinstellung hat, dann gibt es eigentlich nichts, was man nicht lösen kann. Und kannst du dir denn so eine monogame Beziehung wieder vorstellen für dich irgendwann? Wirklich nicht. So meine Freunde haben auch alle gesagt, so, die waren am Anfang natürlich mega skeptisch, ja, und so, ah, das kann doch nicht funktionieren. Und, ja, und, aber inzwischen haben alle eigentlich mir gesagt, die mir nahestehen, so, ah, wir sehen, dass du irgendwie viel glücklicher bist als früher. Und ich hatte, war früher immer so Emotionschaos, immer so hoch, runter, war immer total happy und dann wieder total down, weil ich irgendwie, keine Ahnung, Schluss gemacht habe mit irgendjemand oder so. Und dann war es down, so eine Achterbahn irgendwie. Und seitdem ich halt mit Jadu zusammen bin, ist mehr so, gibt es halt nicht mehr so diese riesen Spitzen, weil ich einfach viel ausgeglichener bin und viel ruhiger einfach sein kann, weil ich die Sicherheit habe, so okay, egal was ich mache, ich bin halt einfach, ich habe halt Menschen um mich rum, die meine Familie sind und die mich lieben und die ich liebe und ich kann mich einfach mehr entspannen. So. Wie lange, glaubst du, perspektivisch lebt ihr in dieser Konstellation? Wir zu viert quasi. Ja, genau. Also rein statistisch gesehen müsste Shadow jetzt dann demnächst mal wieder eine neue Frau kennenlernen, die mit uns wohnt auch. Aber das kann man, glaube ich, nicht so vorher planen. Aber schön wäre, wenn als nächstes mal ein Mann dazukommt. Mhm. Aber das sehe ich jetzt auch nicht als so unwahrscheinlich. Ja, ich gehe. Schönen guten Abend hier im Vorhaus. Jetzt ist unser Anfängerkurs. Alright? Vorne, links, weg. Rechts und vorne. Links dahinter. Rechts ist vor. Und links zurück. Rechts ist vor. Sehr gut. Nur Gewicht auf rechts. Gewicht links. Gewicht. Puh, ich merke gerade, ich habe noch nie einen Tanzkurs gemacht. Es fällt mir total schwer, den Grundschritten alleine zu folgen. Na, vielleicht muss ich einfach den Kopf ausmachen und ein bisschen fühlen. Genau, machst einen großen Schritt und die kurzen sind direkt nebeneinander. Groß, klein. Groß, kurz. Ja, man kommt sich schnell näher. Man automatisch schon sehr eng aneinander klebt. Nee, man gewöhnt sich echt schnell dran. Also man kennt die Person überhaupt nicht und du kommst einfach zusammen. Aber bist nur auf dieser Gefühlsebene. Kurz, kurz, klein. Findest du, dieser Tanz hat irgendwie auch was mit dem zu tun, wie ihr so lebt?
Ja, also Sensibilität, ja, das stimmt, ist sehr gefordert. Mhm. Ich kann verstehen, dass hier so ganz viel Passion mit dabei ist, so ganz viel so Begeisterung. Und das verbindet euch voll. Entstehen denn hier in der Tanzschule häufig Situationen, worüber ihr dann später nochmal redet? Weil man so. Ja? Ja? Bei jeder Begegnung mit neuen Menschen, dass man eben nicht versteht, was da so genau abgeht, es wird auf jeden Fall nochmal gesprochen. Ist dir das manchmal unangenehm, wenn du so deine Partnerin siehst, wenn sie so eng mit anderen tanzen? Da ist genau, wo Eifersucht leben kann, gell? Also wenn ich etwas sehe, das ich nicht verstehe, das ich nicht kenne, das weiß so, man sieht, dass da irgendwelche Geschichten ist, aber ich weiß es nicht, was da genau abgeht, dann kriege ich so ein Gefühl, so wie mein Gehirn sagt, oh, ding, mach etwas an, so, da ist was. Also es passiert manchmal? Immer, also ja. Passiert immer. Ja. Es ist nicht, dass Eifersucht sich vernichten wird, sondern ja. Man versteht, wie man damit umgehen soll, man versteht, was das ist. Und was es bedeutet. Und das, also diese Erfahrung zu machen, was es ist, was es bedeutet, wie man damit handeln kann, ist die Lösung. Hauptsache, man weiß irgendwie, wo der Partner ist, was sie macht. Dann ist nicht mehr fremd, ist nicht mehr versteckt, ist nicht mehr so etwas, das du nicht weißt. Und dann ist es alles zu Hause, sagen wir so. Ich finde es auf jeden Fall total cool, dass du mir deine Welt ein bisschen gezeigt hast und auch mich da so reingelassen hast und mir alles erklärt hast. So, weil, ich finde das total spannend, wie ihr das macht. So, für euch wirkt es genau richtig. Ja, perfekt, weil das ist genau, was wir versuchen. Was ist mit euch? Könntet ihr euch vorstellen, euren Partner mit anderen zu teilen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Wenn ihr keine Folge meiner neuen Liebesreihe verpassen wollt, dann lasst mir doch mal hier ein Abo da. Apropos Liebe, ich habe mich schon mal mit der Frage beschäftigt, müssen wir anders lieben? Die Playlist dazu, die findet ihr hier oben. Und wenn euch die Tanzeinlage gefallen hat, dann gefällt euch bestimmt auch diese Folge von Follow Me Reports. Da war meine Kollegin Hanna auch tanzen, allerdings an der Stange.